Hallo und herzlich willkommen bei Bexio. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Kontakte in Bexio hinterlegst. Los geht's! Dafür gehen wir als erstes in Bexio unter dem Menüpunkt Kontakte in die Kontaktverwaltung. Hier haben wir auf der rechten Seite die Möglichkeit, Kontakte entweder manuell zu erfassen oder via Excel zu importieren. Diesbezüglich bieten wir hier eine Excel-Vorlage zum Download an. Die manuelle Erfassung sieht wie folgt aus. Wir wählen hier Neuen Kontakt, haben jetzt die Möglichkeit, die Kontakte zwischen Firma und privater Person zu unterscheiden und dann wiederum die ganzen Informationen zu hinterlegen. Wie viele Informationen du hier speicherst, das ist dir überlassen. Das einzige Pflichtfeld ist jeweils der Name des Kontaktes, Nachname oder Firmenname. Der ganze Rest ist dir überlassen. Also ich kann mich selber jetzt hier als Beispiel erfassen und habe dann zum Beispiel noch die Möglichkeit, die Adresse oder weiter unten noch zusätzliche Informationen wie E-Mail, Telefon und so weiter zu hinterlegen. Auf der rechten Seite, hier haben wir dann einige allgemeine Informationen wie Ansprechpartner und Besitzer aus interner Sicht, also wer hat diesen Kontakt erstellt, wer in meiner Firma ist die Ansprechperson für diesen Kontakt, die Sprache, falls ihr mit jemandem jetzt Französisch oder in einer anderen Sprache kommuniziert, könnt ihr das hier bereits definieren unter Sprache. Dann wird eine allfällige Rechnung direkt in dieser Sprache erstellt zum Beispiel. Plus habt ihr auch die Möglichkeit hier Kontakte zu kategorisieren oder auch mit Branchen zu versehen, falls ihr die ganzen Kontakte noch separiert möchtet, filtern können. Unter Kategorie, da findest du einige Informationen und diese Kategorien kannst du in den Einstellungen auch bearbeiten. Ob das jetzt ein Kunde ist oder ein Lieferant oder je nachdem, was da für dich, für Kundengruppen Sinn machen. Plus ganz unten rechts da noch ein paar weitere Informationen wie Mitarbeitende, Geburtsdatum, falls es eine Person ist und vieles mehr. Also hier Kontakt erfassen und die gespeicherten Kontakte, die werden dann in der Kontaktliste aufgeführt. Das sehen wir jetzt hier. In der Liste bin ich hier aufgeführt. Die Unterscheidung hier sehen wir ganz links mit dem Symbol zwischen privatem Kontakt und Firmenkontakt, jeweils mit dem Haussymbol. Falls ihr jetzt bei einer Firma noch Kontaktpersonen habt, mit der ihr zu tun habt, könnt ihr zuerst die Firma erstellen und danach die Firma öffnen und auf der rechten Seite hier noch die Kontaktpersonen hinzufügen, die da angestellt sind. Als Beispiel jetzt Peter Meier, der bei der Bexio AG arbeitet. So viel zum Thema Kontakte. Vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Auf Wiedersehen.